Hey Leute, hier sind wieder Benni und Larissa vom Aquaporisten-Kanal. Hallöchen und eurem Online-Shop für die natürliche Aquaristik. Heute geht es, wie ihr sehen könnt, um Höhlen. Aber bevor wir loslegen, erstmal, das ist das offiziell erste Video, was wir in diesem Jahr aufnehmen. Also frohes neues Jahr von mir auch. Von dieser Stelle. Und falls ihr es schon gesehen habt, wir haben ein paar neue Höhlen im Shop. Kleiner Disclaimer aber vorweg, falls ihr das Video jetzt in 3 Jahren seht, das ändert sich ständig. Auch bei uns hat sich das jetzt die letzten Monate, wo wir das ja, seitdem wir halt hier sind und das verfolgen, ändert sich das bei den Großhändlern ständig. Die Verfügbarkeit, die Formen, die Farbe, die Preise vor allem natürlich von diesen Höhlen, sodass es auch bei uns immer mal wieder Aktualisierungen gab, dass es eben mal neuere Modelle gab, neues Design. Selbst wenn man die gleiche Höhle bestellt hat, sah es auf einmal anders aus. Ja, bei der hier war das, glaube ich. Bei der zum Beispiel, genau. Dass die plötzlich so rauer war und die Oberfläche ein bisschen anders. Ja, oder also von der Abmessung her dann gleich. Dann auf einmal dünner. Oder die hier, die dann auch nicht mehr so flach war und solche Scherze. Ja, wobei das ist jetzt auch eine andere beim Großhändler. Ja, okay. Aber es gab immer mal wieder so Änderungen und die wird es auch weiterhin geben. Ja. Das heißt, falls ihr in diesem Video irgendwie feststellt, dass euch irgendwas fehlt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können mal gucken, was wir da machen können. Wir haben jetzt nicht vor, irgendwie das komplette Höhlensortiment aufzunehmen. Wir wollen uns da schon auf einige wichtige Größen und halt die beliebtesten Sachen da beschränken. Ja, also auch wenn sich jetzt das hier vielleicht in 3 Jahren geändert haben mag, wie die genau aussehen, wollen wir heute hauptsächlich mal überhaupt über Höhlen reden, wofür man die braucht, wofür die gut sind. Welche verschiedenen Farben, sieht man ja auch, dass sie sich unterscheiden, Formen und Größen es gibt, also wofür jetzt welche Größe irgendwie sinnvoll ist. Und das wird ja so als Aussage bleiben, auch wenn sich die Höhlen dann vielleicht ein bisschen ändern, anpassen, nochmal eine dazukommt oder vielleicht nachher doch eine fehlt, aber das Grundprinzip bleibt dann ja das gleiche. Genau, so. Das heißt, erstmal ist natürlich die Frage, hier gibt es jetzt verschiedene Farben, wie kommt das denn zustande? Du hast dich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ein bisschen mit auseinandergesetzt. Also das hier, normaler Ton, den man ja so kennt, von wegen Ton wird doch auch so im Erdzeug-Lehm-Material gemacht, richtig? Also, man kann Boden in unterschiedliche Bestandteile quasi klassifizieren nach Korngröße. Also wenn man jetzt große Körner hat, dann ist es halt Kies. Wenn das dann immer kleiner wird, dann nennt man das irgendwann Sand. Das können wir jetzt auch von unserem Bodengrund. Mhm. Wenn es dann noch kleiner wird, gibt es dann irgendwann noch Schluff oder was? Schluff? Das heißt so, ja. Oder eben Ton. Ton ist das ganz super feine und dann gibt es halt verschiedene Mischungen. Wenn man jetzt eben Sand mit Ton mischt und vielleicht noch ein bisschen Schluff dabei, dann hat man so Lehm und häufig hat man auch Ton, was man jetzt nicht rein als Ton brennt, nur so ganz feines Zeug, das ist dann nämlich super spröde. Das heißt, man hat da meistens noch ein bisschen was anderes dabei, damit das nicht sofort kaputt geht beim Brennen oder so. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Es gibt auch nichts, was er nicht weiß, ne? Vielleicht könnte es daran liegen, dass ich mich auch, also das mit den Bodensachen lernt man im Biologieunterricht. Oder also Studium. Also bei mir nicht. Studium, Bodenökologie. Ja, das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich war bei den Genetikern unterwegs. Da lernt man dann rummatschen und so. Und halt zu testen, ne, wenn man so ein feuchtes Erdwürstchen rollt und das dann so zusammenhängt, dann weiß man, es hat relativ viel Tonanteil. Okay, was wollten wir eigentlich sagen? Also, das sind Tonhöhlen, das heißt, was hast du jetzt gesagt? Es ist ganz, ganz, ganz feiner Erdbestandteil. Mineralien. Und ist noch irgendwas mit drin, damit zählt. Aber das interessiert uns eigentlich nicht. Und ich meine, dass die ursprüngliche Farbe davon dieses rötlich bräunliche so Terrakotta nennt man das ja. Ne? Das war noch das, wo früher auch irgendwie die Amphoren und keine Ahnung was aus. Ja, das ist halt immer, wenn man dieses Standardzeug aus der Erde buddelt an passender Stelle, da irgendwas draus formt, ins Feuer legt, dann kriegt man immer sowas hier, gemischt mit unterschiedlich schwarz, je nachdem wie viel Kohlenstoffanteil da noch drin ist. Ja, genau. Also das heißt, die Grundfarbe ist eigentlich das. Und ich weiß, dass als wir damals hier mit Stefan die Übergabe gemacht haben sozusagen, dass er ja auch eine Zeit lang schwarze Höhlen hatte, auch von denen hier drüben, können wir jetzt einmal hier spoilern, von diesen Garnelenröhren hatte er die, die gibt es auch in Terrakotta und in Schwarz aber, das ist explizit braun. Und da hat er dann aber gesagt, dass er die nicht mehr kauft, nachkauft, also er hat jetzt die restlichen, ich glaube wir hatten irgendwie nur noch 2 Stück oder so, und hatte ich ihm gesagt, ey hier sind nur noch 2 Stück da, wir müssen mal neue kaufen. Und dann sagt er, nee, die schwarzen nehme ich nicht nochmal, da löst sich die Farbe wohl nach einer Zeit ab. Und dann haben wir halt rausgefunden, okay, es gibt dann wohl Tonhöhlen, die sind eigentlich Terrakottafarben und werden nachträglich mit einer Farbe schwarz angemalt. Und wenn dann natürlich so ein
Wels oder was weiß ich, ich glaube, die Garnelen werden es nicht hinkriegen, nee. Ne, da die ganze Zeit immer so dran rumraspelt oder auch die Schnecken obendrauf den Belag wegraspeln, kann es natürlich sein, dass mit der Zeit auch diese schwarze Farbe abgeht. Und das will man ja natürlich nicht. Es kann deswegen, auch einfach sein, wenn das ein bisschen im Kies irgendwie bewegt dass es dann so abgeraspelt wird. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir wollen gerne Tonhöhlen haben, die braun sind, wo die braune Farbe, also diese Farbpigmente, nehme ich mal an, wirklich in den Ton reingemischt sind. Das heißt, dass das, also der ganze Ton ist braun. Also kann, selbst wenn die Oberfläche mal von einem Wels irgendwie ein bisschen angeraspelt wird. Wenn man jetzt hier Kratzer reinmachen würde. Genau, ist es trotzdem noch braun. Also, weil der ganze Ton halt durchgefärbt ist. Das war uns wichtig. Und da haben wir eine Zeit lang, ja, wie du eben vorhin sagtest, Probleme gehabt, die zu finden. Aber jetzt haben wir wieder neue, die sind dann, ja stimmt, die braunen sind jetzt alle neu, ne? Also dieses Modell, also die mit dem flachen, wir nennen das halbrund, ne? Unten flach und oben so einen halbrunden Bogen. Das hatten wir schon vorher da, das konnten wir aber immer ganz lange nicht nachkaufen. Ja. Und jetzt hat sich das auch ein bisschen geändert, also das ist unten nicht mehr so ganz so gerade, man sieht das auch, das wackelt so leicht hin und her. Also es ist unten auch so ein bisschen rundlich, aber es ist trotzdem noch so stabil, man legt das ja eigentlich nicht einfach so auf den Boden. Obwohl, ich habe da schon mal so einen Short gesehen, wo einfach so eine Höhle auf dem nackten Grund lag, wo die armen Wälse nicht. Nein, okay. Also eigentlich legt man das ja irgendwie auf den Bodengrund oder so, da ne, kann man das dann auch so ein bisschen da reinruckeln und dann liegt das schon fest. Die ist jetzt, was war das? Ich glaube 10 cm lang, tief, wie auch immer man das nennen will. Lang, ja. Und ja, wie gesagt, dieser halbrunde Eingang in dem braunen Ton, der eben nicht abgeraspelt werden kann. Hinten geschlossen sind die übrigens alle, weil das ja wichtig ist für die Viecher zum Verstecken, wenn ne, die da Rückzugsort haben wollen, dass dann nicht von hinten wieder einer reinkommen kann zum Piesacken oder auch für die Welse als Ableichhöhle. Muss wahrscheinlich auch hinten geschlossen sein, oder? Würden sie muss sonst gar nicht. Es kommt auch immer total auf die Tierart an, was da jetzt gut ist. Ob das jetzt eine durchgängige Höhle ist oder müssen eben sie nicht rückwärts wieder rausschwimmen. Genau, ja. Also wahrscheinlich, wenn sie lang genug ist, ging es auch, wenn sie auf beiden Seiten offen ist, dann würden sie halt irgendwie in der Mitte bleiben. Ne? Ja, also es kommt wirklich drauf an. Also bei Welsen, gerade so die Antennenwälse, die wir halt hier haben, ist es ganz klar, dass geschlossene Höhlen bevorzugt werden. Es ist aber so, dass wir das auch schon hatten, wenn die jetzt keine passende Höhle hatten, dann haben die auch schon mal vorm Filter einfach so an der Scheibe irgendwie geleicht oder sich selbst irgendwo ein bisschen eine kleine Mulde gebuddelt in irgendeinem Kies oder so. Oder unterm, wir haben ja die Äste da drin liegen, ja, dass sie dann da drunter irgendwie waren. Ja. Also das ist jetzt kein Ausschlussgrund. Es gibt natürlich eine ganze Menge Tiere, die in solchen Höhlen laichen, deswegen muss man dann immer so ein bisschen auf die, also generell, wofür habe ich Höhlen, damit sich die Tiere drin verstecken können. Und dann gibt es eben die meistens so Reviere, dass man sagt, hier, diese Höhle ist mein Versteck, mein Revier. Das ist dann der Ausgangspunkt quasi. Meine Hut. Die dann auch häufig dann eben Höhlenbrüter sind, in den Höhlenleichen. Da gibt es ja die verschiedensten Tiere, die das tun. Beispielsweise verschiedene Grundeln, Welse, verschiedene Labyrinthfische natürlich. Also auch da meine Parus fromenus sind die auch. Dann die Höhlen sind dann so wie so ein Labyrinth, ne? Nee, das jetzt nicht. Das hat mit diesem Atmungsorgan-Dingensbum zu tun, richtig, ne? Aha! Labyrinthorgan. Ja, also auch da auch mal natürlich passende Höhlen und man muss dann auch schauen, warum haben wir die hier in unterschiedlichen Größen. Natürlich sollte die Höhle dann der Größe des Fisches oder des Tieres, sagen wir es mal so, angepasst sein. Ja. Das war ja auch schon mal in besagtem Wer redet Short, hier über Shorts? Dass da gesagt wurde, oh, die Höhle ist ja viel zu klein für den Wels, der ist ja total blöd. Ja, wenn man dann zum Beispiel diese beiden Formen hier zum Angebot hat. Ja, hier und noch mal so schräg, ne? Der Wels kann sich das dann aussuchen, er passt hier gut rein. Aber die Höhle war das, ne? Ja, genau. Oder die, keine Ahnung. Jedenfalls passte Wels halt gut rein. Also ist ja nicht schlimm, wenn noch ein Stückchen Schwanzfloss rausguckt. Dummerweise aber seine Partnerin dann nicht mehr. Was halt bei müssen Höhlen die zusammen da drin sein? Wäre gut, ne? Sonst ist halt schwierig. Ich hätte gedacht, erst geht der eine und dann der andere rein oder so. Also meistens quetschen die dann schon zusammen da rein. Ja, gut, dann ist natürlich hier schon allein auch durch die Form mehr Platz, obwohl sie auch länger ist. Also das hier ist, glaube ich, die 12 cm, 14, 12 meine ich. Ich weiß es nicht. Na doch, müssten eigentlich 14 sein. Aber diese dreieckigen Höhlen sind bei uns eigentlich die beliebtesten bei den Antennenwälsen. Ja. Das funktioniert eigentlich am besten bei der Nachzucht und was das angeht, ganz beliebt. Auch bei den kleineren Antennenwälsen oder wenn man mal mehrere, wenn man die aufzieht, dann ist es nun mal so, dass sie kleiner sind. Dann sitzen die auch gerne in diesen hier, ganz besonders diese eckige hier, weil da dann genau ein Tier meistens reinpasst und das quasi
bewacht. Sich zurückziehen kann und zu den anderen sagen kann, lasst mich hier in Ruhe. Da dann sagt, hier ist jetzt mein Revier und da muss man dann halt entsprechend, wenn man sagt, ich möchte mehrere ausgewachsene Männchen haben, die sich dann entsprechend mehrere Reviere machen sollen, dann muss man auch entsprechend viele Höhlen dann natürlich anbieten. Ja, auch da. Genau, also die beiden hier sind beide 10 cm lang. Gleich, ja. Die hat jetzt ein bisschen größere Öffnung. Genau. Ja, sie ist nach oben halt so ein bisschen gewölbt. Ja, insbesondere natürlich dann auch, wenn man jetzt wieder Höhlenbrüte hat, kleinere Tiere, die sich da drinnen irgendwie umschlingen oder an die Decke kleben und da wirklich Brutpflege betreiben. Also haben nach oben hin ein bisschen mehr Platz. Antennenwälse machen natürlich auch Brutpflege, aber die machen ja so einen Eihaufen und sind jetzt nicht, dass die einzelnen Eier an der Decke irgendwie anpicken oder so. Genau, also da muss man dann die passende Höhle auswählen. Das weiß man ja meistens schon, wenn man sich mit der Tierart ein bisschen beschäftigt. Jetzt haben wir ja auch so süße, niedliche, kleine Höhlchen. Ja, das ist praktisch die Mini-Version, wenn wir das mal hier hinhalten, von der hier. Ja. Wobei die wieder unten ganz flach ist. Also die wackelt eigentlich nicht hin und her. Und das war jetzt eine, die wir, vielleicht war sie gar nicht neu, aber wir haben sie neu entdeckt. Dass man das auch für, na, wollen wir es jetzt spoilern? Warum Spoiler? Erstmal können wir ja sagen, es wird ganz oft gesagt, für Garnelen braucht man ja auch Höhlen. Da haben wir ja auch diese wunderschönen Garnelenpyramiden. Oder man kann auch, kannst du vielleicht ein Foto einblenden, diese typischen Steine, Maurersteine, Hohlziegel. Ach die. Die halt, da gibt es verschiedene mit verschiedenen großen Löchern. Diese Standardform hat halt auch schon verschiedene Löcher drin, breitere und schmalere. Mhm. Was soll ich da jetzt zu sagen? Also, es wird immer gesagt, oder wir kriegen auch häufig die Anfrage, brauche ich Höhlen für meine Garnelen? Für Neokaridiner sind Höhlen absolut nicht essentiell. Ja, wenn die jetzt, das habe ich auch schon gelernt von ihm. Wenn die jetzt eine Handvoll Moos haben, dann wird man die vielleicht mal in der Höhle sitzen sehen, weil sie da gerade ein Stückchen Futter hingeschleppt haben oder so. Oder gerade wenn man diese Hohlziegel hat, dann hat man natürlich relativ viel Oberfläche. Dann sitzen die da auch mal drauf oder auch mal drin. Um das abzuweiden und so. Ja, weil sie auch sonst überall im Aquarium mal unterwegs sind. Das ist jetzt nicht, dass sie sagen, ich hocke mich jetzt in eine Höhle rein, weil es hier so besonders gemütlich ist. Zumindest kann ich das nicht beobachten, dass da jetzt besonders viele drin säßen. Wenn sie eben die Chance haben, Moos oder Höhle. Oder also gerade wenn, wenn ich hier man so nur eins macht, am besser Moos als Höhle. Genau, das ist halt die Hauptaussage. Gerade so was Kleines, wo ich denke, oh ja, schöne Garnelenhöhle oder eben diese Pyramiden da. Ja. Dann verirrt sich da auch mal eine rein, aber das ist jetzt nicht, dass die typischerweise in den Höhlen wohnen würden. Das hast du es gerade schon angesprochen. CPOs oder generell haben ja auch einige Krebse in der Aquaristik, wo ich immer wieder... Die Übersetzung, was ist CPO? Na, was heißt das? Gambarellus Pretzi Dingenskirchen Orange. Achso, das ist der Artname. Auf ja, Schlau. Orange ist dann Orange. Ja, aber, aber das andere ist der... Das hier ist natürlich peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, aber ja, genau. Ja, wir blenden ihn hier unten ein. Ja, der fällt mir bestimmt auch gleich wieder nach dem Video 1. Jedenfalls sind das die, würde man sagen, beliebtesten Zwergkrebse so in der Aquaristik. Dann gibt es noch die graue Version von den Cambarellus diminutus. Mhm. Der ist halt gräulich, bläulich, je nachdem, also eher so graubraun würde ich sagen. Eher unscheinbar. Eher unscheinbar. Ja. Und dann gibt es halt noch eine Riesenmenge mittlerweile von anderen aquaristisch interessanten Krebsen. Insbesondere natürlich auch eine ganze Menge groß werdende Arten, so Cherax-Vertreter. Da ist dann vielleicht schon eher so eine Höhle hier spannend. Auch wenn man sagen würde, oh, der Antennenwels tut mir aber leid, da guckt ja immer so ein kleines bisschen Schwanzfluss hinten raus. Der soll mal ein ordentliches Haus haben, dann kann man natürlich hier auf die Nummer größer oder wählen. Oder wenn man so einen richtig fetten, unten in einem Becken haben wir doch auch einen, sagtest du doch vorhin, das ist, glaube ich, der größte Antennenwels, den wir hier haben, der ist bestimmt ja, das ist so lang. Und Uropa. Also in das Becken fasse ich nicht rein. Garantiert nicht. Genau. Der ist also auch so richtig dick und der ist schon fast so groß wie noch länger als diese Höhle hier. Also aber auch die sitzen normalerweise in diesen Höhlen drin. Also wir haben zwei, einen schwarzen, der so riesig groß ist und einen Albino, der so riesig groß ist. Also auch größer als alle Verwandten von ihnen hier, die so bei uns rumschwimmen. Und die sitzen auch normalerweise und vermehren sich auch in diesen Höhlen. Das ist eigentlich kein Problem. Kann aber halt sein, dass dann halt noch ein bisschen Schwanzflosse hinten rausguckt. Normalerweise stört die das nicht. Aber man kann denen natürlich auch hier so eine Höhle anbieten. Familienwohnung.
Genau, wo dann extra viel Platz drin ist. Ja. Auch da wieder kann man sich wundern, wenn man denen mehrere Höhlen anbietet, dass sich der größte Wels vielleicht in die kleinste Höhle reinquetscht und da viel lieber drin sitzt als in der entsprechenden großen. Das kann man dann vielleicht ausprobieren. Vielleicht fühlt er sich dann da so ein bisschen geborgener. Ja, genau. Also sicherer. Ist bestimmt auch ein bisschen von wegen nicht Tierart, sondern auch von Individuum zu Individuum. Ja, ja, klar. Also am besten kauft ihr alle Höhlen und probiert das mal aus. Ja, kann man vieles probieren, genau. Aber ne, wenn man dann jetzt in die Krebsrichtung geht, da gibt es natürlich dann auch, selbst die CPOs, ausgewachsene Tiere, könnten sich hier eventuell noch reinquetschen, aber es ist eher für halbwüchsige, subadulte Tiere. Subadult. Ja, heißt so. Mhm. Okay. Genau. Für wirklich ausgewachsene kann man dann auch wieder eine Nummer größer gehen. Ist doch eigentlich auch gut, wenn man kleinere und größere Höhlen hat, dass sich die kleineren Nachkommen vor den großen, Subadult hießen die dann, vor den jugendlichen Krebsen. Jugendlichen sind die Subadulten. Ja, okay. Dann halt die wie heißt das? Adult sind die ausgewachsen. Die Kinderkrebse vor den subadulten, randalierenden Geschwistern verstecken können oder vor den Eltern, also du ohne dass die da reinkommen. Also Biologiestudentin. Juvenil, Subadult, Adult. Juvenil sind dann die ganz kleinen. Ja. Und wie heißen die Babys? Auch Juvenil. Ja. Okay. Da also gibt es noch einige, die halt Larven haben. Dass die, Moment, jetzt kommt der beste Satz. Ich hoffe, ich kriege ihn hin. Also, die kleinen Höhlen sind super dafür, dass die juvenilen CPOs sich vor ihren subadulten oder adulten Verwandten und nicht Verwandten, sondern Artgenossen zurückziehen können, ohne dass die in ihre kleine Höhle reinkommen. Sehr schön, ja. Ich habe aber auch festgestellt, dass Krebse, also zumindest die CPOs bei uns, sich auch viel lieber im Moos verstecken als in den Höhlen, warum auch immer. Die haben jetzt so kleine, aber auch solche röhrenförmige wie die hier, teilweise noch ein bisschen kleiner als die, also ne, sowas da. Da laufen die auch mal durch. Häufig Versteckenspiel. Sind da die Posthornschnecken eher die sich so da rein verirren und dann manchmal auch nicht wieder rausfinden, weil sie einfach trottelig sind. Oder sie wachsen dann da drin und sind irgendwann so fett, dass sie nicht mehr rauskommen. Das ist ja unwahrscheinlich, weil so lange bleiben die da nicht drin. Irgendwann hatten wir das mal, dass eine reingekrochen kleine, ist und nicht wieder rauskam. Also eine kleine, ja, und in dem anderen drin, ja, okay. Vielleicht hat es sich auch verkantet beim Umdrehen. Ja, das kann passieren. Aber, ja gut, das natürliche Selektion. Lässt sich manchmal nicht vermeiden, wenn man die passenden Durchmesser hat und die Posthornschnecken einfach nicht so intelligent sind. Ja, aber das ist so aktuell der Stand der Dinge. Ja. Wie gesagt, es gibt einfach Tiere, die Höhlen definitiv benötigen. Dann gibt es Tiere, die Höhlen benötigen, um sich zu vermehren. Und dann gibt es Tiere, für die Höhlen ganz nett sind, sie aber jetzt nicht unbedingt brauchen. Da würde ich jetzt auch die Zwerggarnelen zuzählen. Also wir haben jede Menge Becken, wo keine dezidierten Zwerggarnelenhöhlen drin sind. Und also die allermeisten. Alle also einzeln aufgestellt, mit so einem kleinen Bettchen, und so einer Bettdecke, kleinen Lampe. Ja, aber was vielleicht auch noch ganz cool ist, man kann die ja auch, wenn man jetzt sagt, ich möchte die nehmen, weil ich finde, die sehen cool aus und so, man kann da ja auch Moos zum Beispiel noch drauf aufbinden. Ja, oder wenn man sagt, Moos ist zu gefährlich, weil das zu schnell alles einnimmt und darüber wächst, oder kann man zum Beispiel andere, Anubien oder sowas draufsetzen. Drauf pflanzen, also entweder kleben oder festbinden oder so, dann hat man, dass es schön aussieht, weil also ich finde vor allem die kleine hier, ich weiß nicht, die große sagt mir jetzt nicht so ganz zu, aber diese kleine hier finde ich vor allem recht schön, wenn man die im Becken drin hat und wenn dann auch eine Pflanze oben drauf ist und vielleicht auch nochmal eine Garnele oder eine Schnecke durchkriechen kann. Also die große war, glaube ich, auch ein Beispiel, dass wir mal welche hatten, die so ein bisschen anders geformt waren, ein bisschen so Bambus-Imitat. Nee, beides. Vor allem die hier, davon haben wir noch die alte Version. Ja. Das waren nämlich welche, die auch im Preis sich sehr stark geändert haben. Genau, die waren so Bambus-Imitat, dass die so ein bisschen noch geformt und gewellt waren. Hier sind es einfach nur glatte, runde Röhren. Und da waren die, also ich glaube, die gibt es jetzt auch noch, aber dann könnten wir die nicht mehr zu diesem Preis, wie wir ihn ursprünglich hatten, anbieten. Und ich meine, deswegen, sie waren auch lange nicht verfügbar. Ja, das auch. Und deswegen haben die Großhändler oder der Großhändler, von dem wir die jetzt haben, hat neue, günstigere Versionen, beziehungsweise die jetzt so günstig sind wie die anderen vorher, rausgebracht. Und das sind eben die. Die sind jetzt auch naja, guck mal hier, die sind jetzt beide gleich lang. Vorher war die hier immer schon ein bisschen kürzer und die hier eigentlich länger. Aber ja. Ja. Ich finde sie trotzdem, wie gesagt, ich finde sowieso die hier besser. Also ist das für mich jetzt nicht so schlimm, dass die jetzt anders aussieht. Und die Höhle hier, ich will sie ja nochmal gerne umdrehen, damit man den Klopper nochmal erkennen kann. Also da kann man schon, da kann man auch gut in die Ecke legen. Falls ein Einbrecher kommt, kann man ihm damit eine überbraten, dann geht's kaputt. Haben wir schon ausgetestet. Was ich jetzt nicht sagen also nicht, dass wir einen Einbrecher damit etwas übergebraten haben, aber wir haben sie schon mal runtergeworfen. Ja. Ja. Dafür ist es nicht gemacht. Es sollte schon ins Aquarium und nicht so.
Aber wir halten fest, also für alle Tiere mehr oder weniger geeignet. Man muss gucken, wie groß die sind und halt sich überlegen, was man will, wer da reinkommt. Man weiß ja, welche Tiere man halten möchte und was die für Bedürfnisse haben. Und ja, aber zum Beispiel mit den Krebsen, dass man sagt, oh, aber für die adulten Tiere ist ja die Höhle zu klein. Kann es ja, aber trotzdem halt eine Nummer größer. Ja, aber kann es ja trotzdem hier sinnvoll sein, die zu haben für die kleineren und das andere für die größeren und so. Also, genau. Und es macht ja wahrscheinlich auch Sinn, dass man eben ein paar unterschiedliche Größen anbietet. Das ist ja genau der Punkt. Ja. Mit den Formen. Ja gut, da haben wir jetzt eben auch schon was zu gesagt, dass manche mit dem Spitzen oder diesem Runden nach oben ein bisschen mehr Platz bieten. Ja. Aber eigentlich würde ich jetzt mal sagen, also hier, ob man die jetzt in eckig oder in halbrund hätte, hierfür ist es jetzt gerade egal. Hier, wenn jetzt hier kleine Buntbarsche drin sitzen, macht es wahrscheinlich schon einen Unterschied, ob die halt, das was ich sagte, wenn die ihre Eier an die Decke kleben, dass sie da vernünftig rankommen oder jetzt hier Parus Romanus, ne? Prachtzwergporamis, dass sich da drinnen schön umschlingen können und ein bisschen mehr Platz haben zur Decke hin. Deswegen dann lieber sowas Eckiges oder Rundes. Oder man kann Dreieckiges. Hochkant aufstellen. Ja, stimmt. Nein, aber das. Ja, aber sonst sind die Formen jetzt eigentlich eher teilweise auch Geschmackssache. Also sind jetzt nicht so ausschlaggebend für den Wälzen. Könnt ihr ja mal austesten. Ja, solche zwei Höhlen. Kann der Wälz dann ja auch entscheiden, wenn man, wie gesagt, wenn man da mehrere anbietet. Ja. Kann es sein, dass er die ganze Zeit versucht, so eine Höhle da sich reinzuzwängen. Vielleicht nimmt man sie dann doch wieder raus, wenn die Tiere ein bisschen. Haben wir in dem Fall. Muss man sie zum Glück zwingen. In dem Fall haben wir das tatsächlich getan. Und das hat dazu geführt, dass sie kurze Zeit später dann auch geleicht haben, in der etwas größeren Höhle, weil das da einfach funktioniert. Ja, sehr klug. Ja, genau. So war das. Genau. Alles klar. Also schreibt uns gerne eure Ansichten, Wünsche, was die Höhlen angeht, in die Kommentare. Sollten wir das mit den Crispy Caves jetzt noch erwähnen? Wir müssen sagen, wir drehen das Video zum zweiten Mal, weil uns eben die Kamera ausgegangen ist, weil der Akku leer war. Und da hatte ich irgendwie erwähnt, dass bei dem Short, den wir gemacht hatten, jetzt über, ich glaube, es war noch vor Silvester, dass da jemand gefragt hatte, wann denn die Crispy Caves kommen, wo ich dann erstmal googeln musste, was das ist. Also Cave wusste ja, dass das die Höhle ist, aber Crispy, ja, macht jetzt irgendwie Sinn, ne, dass das essbare es ist halt Höhlen sind. Im Prinzip Garnelenfutter, Dauerfutter in Höhlenform gepresst. Ja. Wir machen ja in diesem Video nur Tonhöhlen. Ja. Es gibt ja noch jede Menge andere mögliche Höhlen von irgendwelchen verholzten Samenständen, Bambushöhlen, was? Weidenhöhlen. Samenstände? Ja. Bitte was? Das musst du erklären. Das sind so verholzte Hülsen von irgendwelchen Urwaldbäumen. Zum Beispiel Kokosnüsse wäre jetzt das Einfachste. Aber es gibt noch Paranüsse und dann gibt es noch solche länglichen in ganz vielen verschiedenen, die halt auch unterschiedliche Namen haben. Dass die auch so hohl praktisch sind, dass die da irgendwie reinkommen. Genau, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie nennt man jetzt verholzte Samenstände? Wieder was gelernt. Das habe ich jetzt so gesagt. Merkt euch das Wort, damit könnt ihr auf der nächsten Party angeben. Ne, du vielleicht. Nee, also da können wir nochmal ein eigenes Video zu machen. Was jetzt diese Crispy Caves angeht, denke ich, dass wir nicht in nächster Zeit hier im Shop haben werden. Ja. Du hast ja schon mal nachgeguckt, dass sie zum einen relativ teuer sind in der, also für uns im Einkauf. Im Einkauf bei dem Großhändler könnten wir sie nicht zu dem Preis dann verkaufen, wie ich sie sonst überall anders bei normalen Händlern für euch zum Kaufen gesehen habe. Und zum anderen bin ich jetzt auch dämlich. Gar nicht so sicher, ob ich da von dem Konzept so überzeugt bin. Warum? Naja, ist ja, wofür haben wir solche Höhlen? Hauptsächlich natürlich, dass das dauerhaft da bleibt, ne? Ja, und auch, dass sich die Tiere da vernünftig drum verstecken sollen. Ja, genau. Wenn dann ständig andere ankommen und da irgendwas abfressen wollen, dann ist das jetzt nicht so der Sinn der Sache. Ja gut, klar, die waren jetzt auch so klein, glaube ich, es gab Größe M und S. Also ich glaube, das S war ein bisschen kleiner und das M war ein ganz bisschen einen halben Zentimeter größer. Das ist die Lösung, überhaupt mal Garnelen in so eine Höhle reinzukriegen. Ja, genau. und ich glaube, das ist da auch eher für die Kleinen. Also da stand hauptsächlich, Wälse werden halt von außen fressen, Garnelen können sich auch reinsetzen und von drinnen fressen. Und ich glaube, Schnecken stand auch, dass sie das gerne mögen. Also das ist dann keine Wälzhöhle. Für immer. Aber auch, wie gesagt, für Garnelen ist das wahrscheinlich ein nettes Spielzeug, will ich jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber jetzt aktuell nicht geplant. Vielleicht könnte man da, das hattest du doch mal gesagt, mit diesen Holzstämmen, Weiden, Äste, dass man da dick genügende Äste nimmt und ein Loch reinbohrt. Genau, wie gesagt, es gibt auch jede Menge zu kaufen. Wenn euch das interessiert, können wir gerne nochmal ein Video zu Höhlen aus natürlichen Materialien machen. Ja, Naton ist auch natürlich. Auch natürlich, aber halt künstlich gebrannt. Also du wirst jetzt so eine Höhle nicht in der Natur finden und sagen, ach ja, das nehmen wir so mit. Lachs unter Baum. Huch! Eine Höhle. Abgebrochenes Bambusrohr, das kommt vielleicht schon mal eher vor. Das stimmt wohl. Ja. Das könnte vielleicht auch abbrechen und in den Fluss reinfallen und dann denkt sich so eine Garnele, oh, ist ein nettes Zuhause. Genau, so wird das regelmäßig ablaufen, ja. Genau. Okay. Alles klar, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.
Wir haben Labernachholbedarf, wa?